Hallo, wir sind Mareike, Kilian, Melissa und Lena. Da mittlerweile Krankheiten wie Burnout und Depression bei immer jüngeren Gymnasiasten diagnostiziert werden, haben wir uns die Frage gestellt, ob nicht vielleicht die Schule eine Teilschuld daran trägt. Die Frage stellen wir uns vor allem, da auch in den Medien immer wieder über das Schulsystem berichtet wird und auch wir schon viele Erfahrungen damit gemacht haben. So sind wir auf unsere Leitfrage gekommen. Macht das Gymnasium krank? Um die Frage zu beantworten, werden wir erst einmal die Teilaspekte unseres Themas vorstellen. Ich fange an mit Ericssons Konzept der Entwicklungsaufgaben. Dann stelle ich vor, was Schulstress überhaupt ist und was für Ursachen es gibt dafür und wie man es bekämpfen kann. Danach zeige ich, was der Sinn von Schule eigentlich ist. Und ich stelle schlussendlich vor, wie wir uns die Idealschule vorstellen. Unsere Leitfrage lautet ja, macht das Gymnasium krank? Wir haben uns deshalb mit den Prozessen, die Jugendlichen in der Pubertät durchmachen, beschäftigt, um festzustellen, ob die Schule diese Prozesse unterstützt oder eben halt nicht. Und so die Jugendlichen auf ihrem Weg in das Erwachsenwerden fördert, dass sie gesund in eine neue Lebensphase gehen können. Wir haben uns deswegen mit Erik Erikson beschäftigt, ein bedeutender Psychoanalytiker, der das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung erstellt hat. Dies beinhaltet die Entwicklungsaufgaben mit uns. Nun stellt sich die Frage, was sind Entwicklungsaufgaben? Entwicklungsaufgaben sind gesellschaftliche Anforderungen und Erwartungen an eine Person in einer bestimmten Altersgruppe. Diese Aufgaben stellen sich das ganze Leben hindurch. Eine erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungsaufgaben führt zu Glück und einer stabilisierten Persönlichkeit, während ein Versagen dessen unglücklich macht und zu Schwierigkeiten führt. Ein Beispiel für eine Entwicklungsaufgabe, mit denen sich die Jugendlichen auseinandersetzen, ist die Ablösung von den Eltern oder das Akzeptieren des eigenen Körpers. Nun, nachdem wir uns damit auseinandergesetzt haben, können wir uns überlegen, ob das Schulsystem diese Entwicklungsaufgaben und die Persönlichkeitsentwicklung allgemein unterstützt oder nicht. Die Übergangsphase vom Kind zum Erwachsenen ist mit vielen psychologischen Belastungen verbunden. Zum Beispiel durch das Finden der eigenen Identität und der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben. Zu diesen Belastungen kommt zusätzlich Druck von Seiten der Schule, Eltern und dem Freundeskreis. Durch zu viel Druck und viel Belastung entsteht Stress. Und unter Stress können sich die Jugendlichen nicht mehr in Ruhe mit sich selbst auseinandersetzen. Denn die Auseinandersetzung mit den Entwicklungsaufgaben beansprucht Zeit und Hingabe. Schulstress behindert also die Entwicklungsaufgaben. Da in der Schule nicht auf das individuelle Können der Schüler eingegangen wird und die Jugendlichen nicht genug unterstützt werden in dem, was sie brauchen, wird ebenfalls die Persönlichkeitsentwicklung behindert. Also ist schon klar, dass die Schule die Entwicklungsaufgaben und die Persönlichkeitsentwicklung behindert. Und daraus stellt sich nun die Frage, was man dagegen tun könnte, um diesen Stress, der die Jugendlichen daran hindert, sich mit den Entwicklungsaufgaben genügend zu beschäftigen, zu verhindern. Also was können Eltern tun, um diesen Stress zu verringern und was können die Jugendlichen selbst tun? Die Hauptmaßnahmen für ein Leben ohne zu großen Stress sind ausreichend Freizeit zur Erholung, viel Bewegung und eine gesunde Ernährung. Eltern sollten ihrem Kind ein stabiles Umfeld bieten, um zusätzlich Stress zu vermeiden. Außerdem sollten sie auf ihr Kind eingehen und dies unterstützen. Jugendlichen sollten sich Zeit für soziale Kontakte und Freizeit nehmen, um einen Ausgleich zu dem Schulleben zu haben. Besonders wichtig ist die angepasste Reaktion auf gute und schlechte Noten, da dies das Selbstbewusstsein der Jugendlichen beeinflusst. Was sollte die Schule pädagogisch vermitteln? Also die Jugendphase und die Pubertät ist ja eine sehr schwierige Phase. Und welche Kompetenzen sollte die Schule vermitteln, um die Schüler in dieser Phase zu unterstützen? Sicher, dass sie grundsätzlich als Menschen gut genug sind. Und glauben Sie, dass die Schule die Kinder heute gut auf den späteren Beruf bzw. auf das Leben vorbereitet? In gewissen Teilbereichen ja. In welchen genau? Also Umgang, denke ich, dass damit, dass sie Leistungen erbringen müssen, dann später auch im Berufsleben, das müssen sie natürlich auch in der Schule lernen. Okay. In der Schule, und zwar, die Jugend ist ja eine sehr schwere Phase für viele, eine sehr verwirrende Phase. Und welche Kompetenzen sollte die Schule ihrer Meinung nach vermitteln, um die Schüler durch diese Phase hindurch zu begleiten? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ja, eigentlich müsste die Schule einen Raum schaffen, wo eben die Schüler erstens sicher sind, sicher auch in dem, dass sie sagen können, was sie denken, dass sie da aufgefangen werden,
Ja, und dass man viel weniger von dem Stoff an sich macht, sondern wirklich danach geht, was brennt gerade bei den Schülern. Und dann denken Sie auch, dass das mit den psychischen Problemen, das mit dem Stress, der dadurch entsteht, würde sich dann lösen? Wenn man das erfolgreich macht, könnte man das zumindest verringern, ne? Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ob das Gymnasium die Schüler krank macht oder nicht. Daraufhin haben wir uns gefragt, woran man das erkennen könnte. Sofort ist uns Schulstress in den Kopf gekommen. Also haben wir uns dementsprechend erst einmal mit den Ursachen auseinandergesetzt. Die Ursachen für Schulstress sind sehr vielseitig. Der Hauptgrund ist jedoch der zunehmende Leistungsdruck und die Angst zu versagen. Die Gesellschaft und auch die Eltern haben hohe Anforderungen an ihre Kinder. Immer mehr Eltern legen mehr Wert darauf, dass ihre Kinder das Gymnasium besuchen. Auch wenn die Kinder gar nicht dafür geeignet sind oder es überhaupt selber möchten. Die Eltern wissen um die Realität, also den Kampf um die Arbeitsplätze und auch, dass die schulische und berufliche Ausbildung sehr bedeutsam ist. Der Schulalltag wird durch viele Hausaufgaben, Vorträge und das Lernen für Klausuren eben verlängert. Das wiederum führt dann zu einer sehr großen Belastung, die eigentlich im besten Fall ja auch durch außerschulische Aktivitäten ausgeglichen werden können. Aber selbst die außerschulischen Aktivitäten dienen nicht mehr nur dem Ausgleich, sondern auch hier gibt es wieder den Konkurrenzkampf bzw. das Konkurrenzdenken. Wie zum Beispiel, ja, ich muss hier auch die oder der Beste sein, weil sonst kann ich nichts. Also wird schlussfolgernd auch durch diesen Erfolgszwang Schulstress oder Stress im Allgemeinen verschlimmert. Was wir allerdings auch noch beachten müssen oder beachten sollten, ist das Verhalten der Kinder untereinander. Unsere Ellenbogengesellschaft zeigt sich auch merkbar an Schulen. Immer öfter kommt es zu Mobbing unter den Schülern. Auch damit verbunden ist natürlich der Schulstress. Und so häufen sich viele Probleme für Schüler jeder Altersstufe. Also zusammengefasst sind die Hauptgründe der große Leistungsdruck und der Ehrgeiz der Eltern und der Wettbewerbsdrang. Daraufhin haben wir uns eben gefragt, was für welche Reaktionen diese vorhin genannten Ursachen auslösen können. Die Reaktionen auf Stress sind vielfältig und sehr individuell. Die meisten Menschen reagieren mit ganz individuellen und typischen Reaktionen. Zum Beispiel, während der eine an Magenproblemen und Übelkeit leidet, reagiert der andere gereizt. Der dritte kann nicht schlafen und bekommt Kopfschmerzen. Auch Kinder reagieren unterschiedlich und individuell auf Stress oder Überforderungen. Dabei zeigen jüngere Kinder eher körperliche Symptome und Jugendliche hingegen häufiger Verhaltensauffälligkeiten bzw. Verhaltensänderungen. Stresssymptome können beispielsweise körperliche Symptome sein wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit etc. Dann gibt es noch die psychischen Symptome, die auftreten können, wie Angst, Anspannung, Bettnässen, Traurigkeit, Aggressivität, Gereiztheit und so weiter. Und als letztes gibt es noch die Verhaltenssymptome, wie Aufmerksamkeitsstörungen, Konzentrationsprobleme oder Schlafprobleme oder aber auch der soziale Rückzug. Mit den Informationen von vorhin zeigen wir euch jetzt, wie ihr die Grenzen zwischen ganz normaler schulischen Herausforderung und zu viel Stress besser erkennen könnt. Normal ist es sicherlich, dass vor Arbeiten, Referaten oder Prüfungen Schüler und Schülerinnen Angst bekommen, beziehungsweise der Druck immer mehr wächst. Nicht normal ist es jedoch, wenn ihr Kind vor einer wichtigen Klassenarbeit unter nervösen Schlaflosigkeit leidet, wie beispielsweise bei Prüfungsängsten. Normal ist es, dass ein Kind bei Schul- oder Klassenwechsel eine Zeit der Orientierung braucht. Dass ein Kind, das eine Kind eben mehr oder das andere eben weniger. Sobald Kinder oder Jugendliche aber über einen längeren Zeitraum körperliche Beschwerden äußern, sollte dies ernst genommen werden. In den meisten Fällen klagen Kinder über Magen- oder Kopfschmerzen. Der Bauch ist ein sehr sensibler Bereich, der auf psychische Belastungen sehr schnell reagieren kann. Es ist sicherlich hilfreich, genau zu beobachten, in welchen Situationen welche Symptome auftauchen. Beispielsweise jeden Tag vor der Schule, vor den Mathestunden oder wenn das Kind in der Sportstunde, wenn ein gewisser Klassennachbar dabei ist, nicht hingehen möchte oder diese Symptome bekommt. Daraus können Sie häufig schließen, was die spezifischen Auslöser für diesen Stress bei Ihrem Kind seien. Aber auch, wenn Eltern feststellen, dass ihr Kind nicht mehr so viel von der Schule erzählt wie früher und sich immer mehr zurückzieht oder immer stiller wird, sollten sie aufmerksam werden und mit ihrem Kind unbedingt das Gespräch suchen. Schule behindert also die Entwicklungsaufgaben und bereitet vielen Jugendlichen Kopfschmerzen. Und es gibt ja auch genug Schüler, Psychologen, Eltern und Lehrer, die sich über den ganzen Stress beschweren. Wenn es also so viele Beschwerden gibt, auch aus professioneller Richtung,
Warum wird die Schule dann nicht geändert? Interessiert den Staat nicht, dass so viele unter dem Schulsystem leiden? Um diese Frage zu beantworten, muss erst einmal festgestellt werden, was der Sinn von Schule für den Staat überhaupt ist. Und was denken Sie, ist der Sinn von Schule? Natürlich Ausbildung der Schüler. Klar. Jetzt eine Aussage, und zwar: Schule im Allgemeinen dient der Selektion der Schüler für den späteren Arbeitsmarkt und dem Auswendiglernen der von dem Staat als wichtig angesehenen Werte. Das Wohlbefinden und Interesse der Schüler ist dem System dabei gleichgültig. Was halten Sie davon? Ja. Sehen Sie so an? So ist es. Okay. Und ja, genau, also das ist Ihrer Meinung nach der Sinn der Schule. Was heißt der Sinn der Schule? Aber das ist das, was die Schule macht aktuell. Ja, genau. Das sollte nicht ihr Sinn sein, aber so ist es. Ja. Ja. Wenn dann halt eben nicht mehr der Sinn von Schule diese Selektion ist, was sehen Sie denn, ist dann der Sinn von Schule heutzutage oder insgesamt? Naja, für mich ist es schon einfach, der Sinn von Schule meines Erachtens sollte sein, Kinder und Jugendliche einfach auf das Leben vorzubereiten und eine größtmögliche Chance zu bieten, sich zu entwickeln nach allen Möglichkeiten, Fähigkeiten, die sie nun mal mitbringen. Und vielleicht auch Schwächen, die sie haben. Neben diesen Expertenmeinungen haben wir uns auch mit dem Sinn von Schule beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass Schule hauptsächlich der Selektion der Schüler für den Arbeitsmarkt dient. Auf den ersten Blick klingt das vielleicht etwas extrem. Doch es gibt viele Aspekte der Schule, welche darauf hindeuten. Schauen wir uns zum Beispiel einmal die Note an. Eine Art der Bewertung, mit welcher man als Schüler dauernd umgehen muss und welche sogar so eine Relevanz hat, dass sie bestimmen, welchen Schulabschluss man bekommt. Dabei ist die Note eine ziemlich stumpfe Sache. Sie gibt nämlich keinerlei Auskunft über die eigentlichen Leistungen in einem Fach, sagt nicht aus, wo man besonders gut war und wo man Schwierigkeiten hatte. Wenn man zum Beispiel eine 3 in Mathe hat, zeigt das nicht, dass man richtig gut in Vektorenrechnung war, aber Wahrscheinlichkeiten noch nicht ganz verstanden hat. Das Ganze wird noch verwirrender, wenn man feststellen muss, dass es keine feste Ratio von Noten zu Fehlerpunkten gibt. Damit ist gemeint, dass, wenn du einen inhaltlichen Fehler in einer Deutschklausur machst, dir nicht sicher sein kannst, wie viel Abzug du jetzt für diesen auf deine Note bekommst. Die Zuteilung von Noten zu diesen Fehlerpunkten wird nämlich von jedem Lehrer individuell übernommen und dabei hat er kein Buch, welches ihm vorgibt, wann welche Note gegeben werden muss. Das Kriterium bei der Notenvergabe ist vielmehr die individuelle Leistung der Klasse oder des Jahrgangs. Hierbei wird oft die Gaußsche Normalverteilung verwendet. Mithilfe von dieser werden dann die Noten so verteilt, dass es wenig Schüler gibt, die schlecht abschneiden und nur ein paar gute Noten haben, während der Größte der Klasse im Mittelfeld sitzt. Dies bedeutet tatsächlich, dass du den Unterrichtsstoff nicht komplett verstanden haben musst, um eine gute Note zu bekommen. Du musst ihn nur besser verstanden haben als alle anderen aus deiner Klasse. An diese Art der Notenverteilung müssen sich Lehrer halten. Sonst haben sie Konsequenzen zu befürchten. Wie zum Beispiel im Falle der bayerischen Grundschullehrerin, die strafversetzt wurde, weil sie ihre Klasse zu guten Noten verteilte. Sprich, Noten danach verteilte, ob der Schulstoff verstanden wurde oder nicht, ohne auf die Leistung der Mitschüler zu achten. Auch wenn Noten und die Kriterien der Vergabe von ihnen nach der Erklärung vielleicht etwas unsinnig wirken mag, für den Staat hat das alles einen Sinn. Dieser möchte nämlich nicht, dass alle Schüler gute Noten bekommen. Warum er das möchte, wird schnell klar. Unsere Gesellschaft benötigt wenig hochqualifizierte Arbeitskräfte, sowas wie Ärzte, Anwälte und so weiter. Und viele niedrig qualifizierte Arbeiter, sowas wie Kassiererin und Friseur, solche Sachen. Damit diese schlecht bezahlte und entfremdete Arbeit erledigt wird, muss ein Großteil der Bevölkerung aus der Konkurrenz um hochqualifizierte Arbeit ausgeschlossen werden. Dies geschieht durch die in der Schule vergebenen Noten, welche die Abschlüsse, Abitur, Real- und Hauptschulabschluss bestimmen. Deswegen ist es dem Staat auch egal, dass die Noten in einzelnen Fächern keine genauen Angaben dazu geben, was man gut konnte und womit man Schwierigkeiten hatte. Die Note ist nämlich alleinig ein Instrument der Selektion und die Schule ist eine Anstalt, die genau diese Selektion
für den Arbeitsmarkt durchnimmt. Die ideale Schule. Wir haben festgestellt, dass das Gymnasium im heutigen Schulsystem Jugendliche in ihrer Entwicklung stört, sie stresst und nur zur Selektion dient. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie denn eine ideale Schule aussehen würde. Im heutigen Schulsystem geht es nicht darum, die Kreativität des Einzelnen zu fördern, sondern die Schüler in ein Raster zu stecken. Wir werden unterteilt auf das Gymnasium, die Realschule und die Hauptschule. Die Lüge, dass die einen Kinder gut und die anderen schlecht sind, sollte dadurch ersetzt werden, dass alle talentiert sind. Denn jedes Individuum hat enormes Potenzial. Einmal sollte es keine Trennung in Gymnasium, Realschule und Hauptschule mehr geben, sondern bei jedem dieses Potenzial gefördert werden. In Gesamtschulen. Und Inklusion ist hier das Schlagwort. Die Klassen müssen auch kleiner werden, damit die Lehrer überhaupt individuell auf die Schüler eingehen können und unterrichten können. Auch der frontale Unterricht ist ein kritisches Thema. Das Problem ist, dass die Schüler Unmengen an Stoff in kürzester Zeit auswendig lernen müssen. Und das soll ein hohes Bildungsniveau sein. Da die Gesellschaft eine hohe Bildung will, müssen die Schüler in Ruhe, frei und kreativ denken können und nicht unter dauerhaftem Stress arbeiten. Denn unter viel Stress auswendig lernen führt dazu, dass man das Wissen wieder vergisst. Dies wird als sogenanntes Bulimie-Lernen bezeichnet. Die Schüler sollten in ihren Begabungen gefördert werden und in Themen, in denen sie nicht so talentiert sind, sollten sie nur ein Grundwissen erlangen, welches für das spätere Leben notwendig ist. Jugendliche müssen den Unterricht aktiv erleben. Dadurch lernen sie die Zusammenhänge anschaulicher und durch Tun und Anwendung können sie es dann besser begreifen. Doch nicht nur der strikte Lehrplan stellt Probleme bei den Schülern dar. Auch den Lehrern wird ihre Freiheit der Wissensvermittlung genommen. Im Endeffekt bereitet die ideale Schule nicht nur auf den Beruf vor, sondern auch auf das Leben im Allgemeinen. Wie sieht die perfekte Schule für Sie aus? Oder wie würde sie aussehen? Oder vielleicht ist sie ja für Sie auch schon vorhanden? Ich hätte gern weniger Schüler, mit denen ich mich intensiver beschäftigen kann. Wie sähe denn für Sie die perfekte Schule aus? Ja, dass man wirklich dazu befähigt, dass Schüler ihre Interessen so weit vertiefen können, dass sie daraus wirklich Fachwissen entwickeln, womit sie später was anfangen können und womit sie später wirklich in den Beruf gehen können, den sie machen wollen. Wie sieht Ihrer Meinung nach die perfekte Schule aus, die diesen Sinn der Schule denn auch beinhaltet? Grundsätzlich hätte ich erstmal ziemlich viel Personalressourcen aus den verschiedensten Berufen, also nicht nur Lehrer, sondern eben auch pädagogische Kräfte, die einfach in allen Phasen des Lebens gut geschult sind und Schüler einfach auch unterstützen können, ganz individuell und auffangen können, was vielleicht das familiäre Umfeld auch manchmal nicht schafft. Das wäre schon mal großartig. Jetzt, wo wir euch unsere Teilaspekte vorgestellt haben, können wir endlich unsere Leitfrage beantworten. Macht das Gymnasium krank? Ja, es macht krank. Die Schule fördert die Jugendlichen nicht genug in ihren Entwicklungsaufgaben, welche sie in der Pubertät absolvieren. Außerdem geht sie zu wenig auf die individuellen Stärken des Einzelnen ein. Durch den hohen Leistungsdruck geraten die Schüler unter Stress, der bei ihnen schwere Symptome verursachen kann. Und das Ganze ist aber nicht mal ein Fehler im System. Die Schule, so wie sie ist, fördert sogar den Stress. Schlussendlich haben wir euch denn ja noch gezeigt, wie wir finden, dass Schule sein sollte, um eine zugegebene, utopische Alternative zum bestehenden System zu liefern. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ihr habt etwas daraus gelernt.